und die anderen Widerstandskämpfer angerollt. Ein bisher vollkommen unbekannter, stiller Held war Fritz Kolbe, ein unauffälliger Beamter im Auswärtigen Amt, zugleich der Topspion der Alliierten. Von seiner Existenz erfuhr man durch einen Aktenfund bisher unveröffentlichter Unterlagen des amerikanischen Geheimdienstes, die erst im Jahre 2000 freigegeben wurden. Unter dem Staub der Dokumente stieß man auf eine wahre Sensation. Unzählige, streng geheime Telegramme, die Kolbe 1943 bis 1945 den Amerikanern hatte zukommen lassen. Jetzt hat ein französischer Autor ein überaus präzise recherchiertes Buch über diesen Geheimagenten geschrieben. Jutta Luise Oechler stellt den fast vergessenen Hitlergegner vor. Bern, August 1943. Endlich hat es der deutsche Beamte Fritz Kolbe geschafft, in die Schweiz zu kommen. Er nimmt mit den Feinden Hitlers Kontakt auf. Die Briten halten ihn für einen Spinner. Doch der Chef des amerikanischen Geheimdienstes empfängt ihn. Der erkennt den unschätzbaren Wert der Dokumente, die Kolbe ihm zeigt. Jetzt hat er einen Spion, mitten unter den Nazis. Die Geschichte des wichtigsten Agenten des Zweiten Weltkriegs, Lucas Delattre, erzählt sie in seinem spannenden Buch. Durch sein Leben lernt man, wie man als Einzelner etwas tun kann. Und das ist wichtig für mich gewesen, weil ich habe lange Zeit in Deutschland gelebt und sehr oft gehört, dass während der Nazi-Zeit niemand etwas gegen Hitler machen konnte. Und durch jemanden wie Kolbe konnte ich sehen, dass das nicht stimmt. Fritz Kolbe hasst Hitler und will nicht tatenlos zusehen, wie der die Welt ins Verderben stürzt. Seit 1939 sitzt er im Auswärtigen Amt in Berlin, einer Schaltzentrale des Regimes. Über seinen Schreibtisch laufen Depeschen aus aller Welt, Nachrichten über den Kriegsverlauf und geheime Pläne der Nazis. Kolbe tritt nie in die Partei ein. Er hält an seinen Werten fest. Standfestigkeit, Arbeit, Fleiß, Disziplin, aber auch Freiheit. Und das sind die preußischen Tugenden, wie man sie heutzutage in Deutschland nennt. Aber diese preußischen Tugenden waren auch gegen die Nazis da, wenn man sie richtig verstanden hat. Für Kolbe steht fest, nicht er ist der Verräter, sondern Hitler. Und der soll den Krieg so schnell wie möglich verlieren, damit ein neues Deutschland entstehen kann. Kolbe nimmt heimlich Dokumente mit nach Hause, wo er sie, anfangs noch handschriftlich, kopiert. Über Berlin fallen die Bomben und Kolbe ist immer in Gefahr, entdeckt zu werden. Er weiß, ihm droht die Todesstrafe. Wann immer er auf Kurierfahrt in die Schweiz kommt, nimmt Kolbe Geheimmaterial mit. Aus Überzeugung und ohne je Geld dafür zu verlangen. Sein US-Kontaktmann kann kaum fassen, was ihm Kolbe alles liefert. Schon beim ersten Mal hat er eine Karte mit der exakten Lage des Führerhauptquartiers dabei. Und doch wird die Wolfsschanze nie bombardiert. Es war zu schön, um wahr zu sein. Es war wie, man dachte, das ist eine Falle, das ist ein Doppelagent, das ist jemand, der uns etwas Wichtiges gibt, um uns in die Irre zu führen später. Und das hat ein Jahr gedauert, bis, ich würde sagen, erst ab Mitte 44 sind seine Berichte operativ benutzt worden. Kolbe berichtet unter anderem über die Entwicklung der sogenannten Vergeltungswaffe V2. Durch ihn können deutsche Geheimsender und Agenten im Ausland enttarnt werden. Sein größter Coup, er lässt Cicero auffliegen, einen Spion in der Türkei, der den Deutschen um ein Haar die alliierten Landungspläne in der Normandie verraten hätte. Oft ist Kolbes riskanter Einsatz aber auch vergebens. Er warnt vor der Liquidation der Juden in Rom und enthüllt die Pläne zur Deportation der ungarischen Juden. Trotzdem wird nichts unternommen. Dabei ist Fritz Kolbe der Erste, der die Alliierten über einen Mann namens Eichmann informiert. Kolbe ist erbittert darüber, dass man in Washington zu schlafen scheint, dass Roosevelt nur wenige seiner Berichte erhält.
Er will deshalb in deutschen Widerstandskreisen aktiv werden, zu denen er längst Kontakt hat. Aber dazu kommt es nicht mehr. Er hat sich ja damals auch überlegt, ob er in Widerstand geht und hat sich, und wir hatten eine furchtbare Angst davor. Nämlich wir wussten, dass das durchsetzt werden könnte. Und was er für uns tat, war ja viel wichtiger als der Widerstand. Nach dem Krieg arbeitet Kolbe weiter für die Amerikaner in Berlin. Er sagt bei den Nürnberger Prozessen aus und hilft, versteckte Nazis aufzuspüren. Doch in der neuen Bundesrepublik ist für ihn kein Platz. In Adenauers auswärtigem Amt sitzen immer noch alte Nazis. Für die ist Kolbe ein Vaterlandsverräter. Sie verhindern seine Wiedereinstellung. Es ist wichtig, dass ein Mann wie Fritz Kolbe gewürdigt wird. Als jemand, der aus Überzeugung, aus Opposition zu unglaublichen Tragödien, die Courage hatte, sich als einziger davon zu profilieren. Und er hat es getan, nicht aus Egoismus, sondern aus Vaterlandsliebe. Er war ein besserer Deutscher als manche andere, als die meisten. Ein mutiger Beamter als Spion gegen Hitler. Kolbes wahre Geschichte, spannender als jeder Agentenroman.